So, willkommen Leute zu einer neuen Folge MotoView. Zweite Episode. Ich bin heute hier mit dem Denzel aus Köln. Moin. Der Daniel, wie soll ich dich nennen? Denzel, Daniel? Ja, kannst du auch Daniel sagen. Ah, der liebe Daniel. Ja. Ich habe ihn heute zum ersten Mal getroffen hier in Köln, habe mich einfach eingeladen. Ja. Haben uns über Instagram ein bisschen so hin und her geschnackt. Und hat er gesagt, ja, komm mal vorbei, wir machen mal ein kleines Video. Und ich dachte mir, perfekt, denn der Daniel ist kranker Kameramann. Also geisteskranker Kameramann. Sagst du machst du? Ja, richtig krass. Du machst ja hier Steadicam. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist für die Leute. Aber ihr kennt bestimmt einen Gimbal. Das ist quasi Gimbal nur in schwerer, würde ich sagen. Ja. Das macht er und zwar richtig krass. Ich habe auch ein paar Videos bei ihm zu Hause gemacht von dem Ding. Werdet ihr mal gleich sehen. Das blende ich einfach mal so ein, würde ich sagen. Und ich würde sagen, am besten kannst du erklären, was du machst. Deswegen, wie wäre es, wenn du dich einfach kurz vorstellst, was du machst eigentlich als Camera Operator. Ja. Und du hast mir ja vorhin erzählt, du machst TV Total, Schlag den Raab, Pipapo, also richtig diese krassen Fernsehshows machst du. Ja. Hau mal raus, hau einfach mal raus. Ja, ich bin der Daniel, 20 Jahre, komme aus Köln und mache überwiegend Unterhaltungsshows hier in Deutschland. Das heißt, egal ob in Köln, Hamburg oder Berlin oder manchmal auch in München. So Shows wie Joko und Klaas, das du eben gewählt. Oh je! Ja, ich sag ja, geht ganz gut, ne? Da bist du ja schon auf Betriebstemperatur. Oh, ja, Schlag den Star, Take Me Out sind so Sendungen, die ich mache. Ja, das kennt man ja, ne? Also das ist ja alles schon, das gibt's ja alles so. Genau, da gibt's schon ein bisschen länger die Shows. Und da mache ich eine Steadicam. Das ist quasi eine Kamera, mit der kann man gehen und laufen und sogar rennen. Und das Bild wackelt nicht. Ist aber nicht Motoren stabilisiert, sondern das macht alles nicht. Also alles aus Muskelkraft. Genau. Man hat im Endeffekt, wenn das so regnet. Das ich weiß auch nicht. Das ist doch Regen. Hä? Wie kommt das denn her? Check ich nicht. Der Himmel ist doch frei, aber ich merke es auch. Los? Ich bin auch nass. Zeuge von einem Wetterphänomen, Marcel. Alter, geisteskrank, was ist denn hier los? Das ist wahrscheinlich genau die Wolke, die hier drüber ist. Nee, halt's Maul, Alter, woher kommt das? Krass. Was wir hier schon wieder alles zu sehen bekommen in Köln, oder? Ja, Mann, ey, heftig. Ja. Genau, Steadicam Operator bist du. Du machst nicht ganz alles aus Muskelkraft, sondern du hast ja diese Weste, du hast diesen Robo-Arm und du hast halt dieses super fette Gerät. Und das Ganze ist auch super teuer, ne? Ja, das kostet schon ein bisschen Geld. Eine Stange Geld. Man hat im Prinzip eine Weste an der ein Federarm hängt. Der Federarm nimmt quasi die Laufbewegung weg. Ja. Und an diesem Federarm hängt quasi ein Kamerarig, wo unten mein Monitor ist und mein Akku ist und oben ist die Kamera drauf mit einer Lampe und so einer Mimik, damit ich die Optik auch ansteuern kann. Ja, und die trage ich dann durch die Studios und laufe um. Richtig geil. Die Moderatoren rum oder um irgendwelche Musikkünstler, die gerade was singen. Ja. Und du bist der Mann hinter der Kamera. Und das Ding ist, das Teil wiegt ja irgendwie 30 Kilo? Das stimmt, ja. Aber so nur die Kamera an sich, ne? Das heißt, du hast ja nochmal die Weste und diesen Arm. Also alles zusammen wiegt 30. Ach, alles zusammen wiegt 30. Die Kamera an sich ist nicht ganz so schwer, aber so mit allem drum und dran, mit der Kamera, mit dem Rig, mit der Weste, mit dem Federarm, ist man so bei 30 Kilo. Krass, Alter. Kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Kamera man oben drauf hat. Das ist ja schon ein mega heftiges Gewicht, muss ich dir vorstellen, ne? Ja. Also du läufst dann den ganzen Tag, wenn du einen Job hast, ne? Mit 30 Kilo Zusatzgewicht immer rum. Also klar, mit Pausen natürlich, ne? Also man kriegt das nicht durchgehend. Auch in den Shows gibt es immer mal Einspielfilme oder Werbepausen. Ach, da kannst du dann chillen? Ja, da kann man natürlich die Kamera wegpacken, dass man jetzt nicht anhaben, ne? Das wäre ja unerträglich. Aber das sind doch auch nur 5 Minuten. Die Tapir die gönnen sich richtig bei dem Wetter. Es regnet einfach, Leute. Was ist denn das? Wo kommt denn das her? Krass, ey. Das ist dann auch eine lange Zeit gesehen, wenn man die 30 Kilometer sich rumträgt, dann doch ein bisschen anstrengend. Ja. Was ich mich halt immer frage, so, dein Job ist ja, sag ich mal, sehr rar eigentlich, oder? Es gibt ja nicht viele. Ja, nee, das stimmt. So richtig viele gibt es von uns nicht. Ja. Es ist ja schon ein seltener Job und ich finde den auch echt mega interessant eigentlich, weil Film ist ja immer, finde ich, sehr untransparent. Also da gibt es so viele Positionen. Das weißt stimmt. du? Du hast immer Produktionsleiter, Regisseure, Director, Kameramann 1, 2, 3, 4. Und du bist jetzt ja ein relativ spezifischer Kameramann. Du machst ja nur Steadicam Operation, ne? Ja, genau. Also das heißt, nur mit dem Gerät. Genau, ich bin quasi spezialisiert auf die Steadicam und ich mache auch nur Steadicam. Das heißt, die kaufen mich quasi nur dafür ein, dass ich das da mache. Das heißt, man wird natürlich auch ordentlich durchgequält manchmal, ne? Ja, ich habe schon gehört, du hast ja vorhin erzählt, man wird so ein bisschen ausgenutzt, oder wie hast du das gesagt? Nee, nicht ausgenutzt, aber manchmal ist man so ein bisschen
Man kommt dann überall hin und so, ja. Und das wird natürlich auch dann manchmal gut genutzt oder man ist manchmal gut im Einsatz. Ach, du meinst, so. Du bist quasi als Kamera, bist ja sehr flexibel, ja, ja, genau. Genau, man ist als Kamera sehr flexibel, ja. Also ausgerüstet man nicht, bekommt ja Geld dafür, ne? Ja, ja, weil du mit dem Gerät halt natürlich schnell überall hinkommst, ne? Ja, und die anderen Kameras stehen auf Stativen oder was genau. Auch immer, ne? Ja, richtig. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute das schon mal gesehen haben, im Studio, es gibt ja so Kameras, die stehen auf so Rädern, das nennt ja. Man Studiopumpe, ja. Weil da ist quasi so ein Hydraulik drin, die kann die Kameras hoch und runter fahren. Ja. Das ist dann auch so, die liegen natürlich auch ordentlich und die sind natürlich nicht ganz so flexibel wie ich. Die kommen schon mal ja. Hin ja. Und ich kann wirklich auch eine Treppe hochlaufen oder durch einen engen Gang, durch eine Tür gehen. Ja. Oder ich weiß nicht, wer es kennt, bei Schlag jetzt da kann ich auch bis zum Außenspiel mitgehen, vor den, ja. Vorm Helden lang. Und das können die halt nicht, ne? Nee, das können die nicht. So weit ja. Können die. Und die haben auch Kabel. Meine Kameras sind die über Funk. Da viel flexibler. Ja, ja. Weil richtig krass. Da bleibt man auch nicht unhängen. Ne? Und wie lange machst du das schon jetzt? Also als Operator bin ich jetzt circa 3 Jahre unterwegs. Mhm. Und davor war ich 6-7 Jahre Assistent. Also es ist schon ein langer Weg eigentlich, oder? Ja, man muss sich da schon hinarbeiten. Ne? Man kann ja. Das jetzt nicht mal eben so machen. Ja. Mal rechts. Weil ich sag mal so, wir sind jetzt ja zwei Seiten der Kamera eigentlich. Weil ich mache ja komplett Indie-mäßig, free, so, weißt du? Das stimmt, ja. Und du hast halt natürlich, du machst alles richtig, würde ich jetzt mal sagen. Du gehst den richtigen Weg irgendwie und ziehst halt dann das durch in diesem System, was es halt irgendwie schon gibt. Ja, ne? Also ich verdiene damit halt mein Geld, sagen wir es mal so. Ja klar, du bist ja hauptberuflich Kameramann, ne? Ja, genau, richtig. Ja, davon trifft man ja nicht viele, muss ich sagen. Genau, hier in Köln gibt es natürlich noch ein paar mehr so, ne? Aber ja, klar. Jetzt auch nicht wie Sand am Meer. Ja, also das ja. Stimmt. Aber du bist ja auch ein spezieller Kameramann. Du bist ja halt der Steadicam-Operator, ne? Dann gibt's halt, ja, ist ja so. Ja, weißt ja. Du? Dann, es gibt ja auch sonst irgendwie sehr Videografen, ne? Ich bin Videograf. Ich muss ja, irgendwie alles stimmt. Machen, so, ne? Richtig. Und du bist halt wirklich Kameramann. Genau, weißt du, bei dir steht am Ende auf der Rechnung, ich habe Kamera operated, ne? Hab dann irgendwie Steadicam gemacht für so und so viele Stunden, hab die Kamera oder das Kamera-Rig fertig gemacht und bin einsatzbereit. Genau, also, genau, genau. Also, so ist das. Ja, man schneidet nichts, man muss sich nicht genau. Ins Licht kümmern, so. Das machen alles die Kollegen, kommt mir nichts. Genau, das heißt, du arbeitest immer im größeren Team. Genau, ich arbeite eigentlich eher bei größeren Produktionen, weil kleinere Produktionen können sich meist keine Steadicam leisten oder haben auch oft keine. Ja. Das heißt, meist bist du im größeren Team unterwegs. Und was mich jetzt halt auch interessiert ist, wie bist du jetzt herangekommen so, weil man wird ja nicht einfach so Kameramann. Nee, das stimmt. Klar, man kann irgendwie Mediengestalter machen und so, ne? Ja. Aber egal wo du bist, sag ich mal, ja. Ich sag mal, wenn ich jetzt aus Krefeld oder Düsseldorf komme, du hast Mediengestalter gemacht, dann fängst du ja wahrscheinlich erstmal so eine Agentur an, machst, weißt du, Photoshop, Illustrator-Zeug oder so. Und keiner sagt, alles klar, du machst jetzt Kamera für Pro7. Weißt du, was ich meine? Nee, da muss man sich ja irgendwie hinarbeiten. Wie hast du das gemacht? Ja. Also es war schon immer mein Traum, sagen wir es mal so. Echt? Schon von Anfang an? Ja, schon als ich recht jung war, wusste geil. Ich schon, oder als ich Bock drauf so, ja. Fand ich Fotografie geil, wollte ich irgendwie sowas machen, habe ich auch irgendwie immer so mich informiert und hab mir Kameras geholt und ja. Hab mir Videoschnittprogramme angesehen und das hat mich irgendwie immer gecatcht so. Geil, mega, ich fühle das voll, ich fühle das voll, weil ich hab, bei mir war es ja genauso. Ja, ich finde halt auch, das ist glaube ich auch wichtig, der wichtigste Punkt, wenn man da auch arbeiten möchte, dass man da richtig Bock drauf hat. Ja, safe, das ist viel Hingabe, ne, gehört dazu. Ja, also man muss ja auch Bock drauf haben, ein gutes Bild zu machen. Ja. Und irgendwie, das ist glaube ich wichtig, weil man auch echt viel Zeit so in Studios und auf Drehs verbringt. Mhm. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, wird das glaube ich schnell blöd. So. Ja. Hab dann durch Glück einen Ausbildungsplatz als Mediengestalter bekommen. Also man braucht schon Glück, sagst du. Ja, schon ein bisschen. Und hab dann durch Zufall Steadicam Operator in Köln kennengelernt. Ja, krass. Der mich mitgenommen hat und mich mit unter seine Fittiche genommen hat. Ja. Und hat mir dann einen Job als Assistent angeboten. Mhm. Und da habe ich dann angefangen. Du hast mir vorhin, glaube ich, erzählt, das war richtig witzig, fand ich, wie du den kennengelernt hast. Ja. Du hast ja gesagt, du hast ihn einfach straight angeschrieben, weil du ja. Bock drauf hattest. Ne? Naiv. Irgendwie so eine E-Mail einfach. Genau. Und dann hat er irgendwie geantwortet, wie war das? Also man ist jung und ist noch naiv und denkt sich so, ey cool, ich schreibe ihn einfach mal an. Ja. Und, ich habe gesehen, was er so gemacht hat an seinem Showreel auf ja. YouTube und so. Und dann hat er mir auch geantwortet. Richtig und krass. Zu dem gefahren, auf eine Produktion durfte mir das angucken, auch mal die Kamera anziehen und ein bisschen mit der Kamera rumlaufen. Das hat mir ja. So viel Spaß gemacht. Ja, wir haben es ganz gut verstanden. Ich glaube, so hat sich das auch alles ergeben, dass ja. Er mich gefragt hat, ob ich ein Assistent werden möchte. Sonst, krass. Wenn die Chemie da nicht passt, dann, ja, glaube ich, ja, wird man auch nicht Assistent von jemandem. Ja, ja.
Also hast du da auch wieder richtig Glück gehabt einfach, ne? Ja, irgendwie. Ja, man hat Glück, ich hab Glück gehabt, ja. Also, ja, was heißt Glück, ne? Ich meine, du hättest wahrscheinlich dann noch mehr Leute angeschrieben vielleicht. Oder ja, hättest vielleicht. Du aufgegeben, wer man weiß. Nicht. Also ein bisschen Eigeninitiative muss natürlich immer dabei ja, sein. Ja, klar, so, ja. So ganz reine Glückssache ist es nie, aber es war natürlich Glück, dass sich das so also ergeben hat, ne? Ja. Aber das stimmt. Also, und dann quasi durch deinen Mentor kam dann alles. Ja, genau. Dann bist du Assistent gewesen und dann hast du den Operator gemacht irgendwann. Irgendwann nach und nach durfte ich immer, also ich durfte nicht mit kleinen Shows anfangen. Ja. Und dann wurde es immer größer. Also, krass. Man arbeitet sich dann so ein bisschen hoch, sag ich mal. Und dann als Operator, dann testen die einen natürlich mal aus, was kann der, aha, so weiter und so fort. Und dann, echt? Wie testen die dich denn aus? Also, ja, also man macht in den Shows, muss man sich natürlich ein bisschen behaupten, beweisen. Man darf nicht verkacken, sag mal so, ne? Ah, okay, also du musst halt durchziehen dann, ne? Dann ja. Man muss sich so ein bisschen in dieser Community halt auch eben einfügen, ne? Das natürlich, auf jeden Fall. Und man muss natürlich sein Handwerk auch können. Das ist ja, so das A und O. Das, wenn man ein wackeliges Bild abliefert und dann unscharf ist, dann ist man schnell raus. Dann wird man nicht nachher angerufen. Ja, klar. So, ne? Oder wenn man die Takes immer verkackt oder so, dann ist und das Verständnis da, glaube ich, nicht so hoch. Du bist ja Angestellter, aber ich sag mal, dein Camera-Rig, was du zu Hause hast, hast du ja selber gekauft? Weil das kostet ja zigtausend Euro, also dann kannst du ja schon fast ein Premium-Auto kaufen, da, oder da nicht? Hatte ich, genau, das ist ein Vorteil, dass mein Chef mir das damals gestellt hat. Ah, echt? Hat. Sonst hätte ich wirklich einen fetten Kredit nehmen müssen für das Rig. Das ist nämlich echt teuer. Was kostet das so ungefähr? Kannst du einfach über den Daumen peilen, weil es sind ja viele Einzelteile. Und so ein Rig kann man ja nicht einfach so kaufen, sondern man muss ja alles zusammenstellen. Das ist ja alles individuell, deswegen. Und das ist ja mehr als das Rig, du brauchst noch ein handgroßes Ladegerät und so weiter und so fort. Da bist du bestimmt so bei 70.000 Euro. Boah, was? Ja, und dann hast du die Kamera. Und da ist noch nicht mal die Kamera drauf, genau, ne? Genau, und da hast du die Kamera oben drauf nicht. Die Kamera bekomme ich immer von dem jeweiligen Studio oder von der Produktionsfirma gestellt, die dann auf die Steadicam eigentlich draufkommt. Ja. Da bist du dann schon. Alter, heftig. Das heißt, du hast im Prinzip mit der Kamera dann irgendwann so 100.000 in der Hand. Ja, schon. Meine Fresse, Alter. Überleg mal, allein so ein Fernseherobjektiv, ne? Weitergearbeitet kostet ja 30.000 Euro. Ja, Alter. Also Leute, merkt euch das. Filmen ist echt fucking teuer. Vor allem in dem Bereich, wo jetzt der Daniel unterwegs ist. Weil bei mir sind es ja mehr so ein paar 10.000 Euro, weißt du? Ist auch schon viel Geld. Ist auch schon viel, ja. Aber du redest hier vom Zehnfachen, weißt du, was ich meine? Das ist dann nochmal irgendwie krank viel mehr, so. Da gibt es ja immer Leute, die sagen, kannst du mal eben für mich das drehen? Ja, Digga. Von 100 Euro und das... 100 Euro, da kann ich mir mal gar nichts kaufen, vielleicht eine SD-Karte, ne? Aber das nicht mal das. Und du bist ja hauptsächlich im Broadcast, das heißt im Fernsehbusiness unterwegs. Genau. Aber willst du denn auch noch in eine andere Richtung gehen? Weil ich sag mal, Film ist ja sehr vielseitig. Du kannst Broadcast machen, also halt Fernsehen, du kannst Musikvideos machen, du kannst aber auch halt wirklich fiktive Filme machen, Serien, Netflix-Geschichten, sowas. Also, wie sieht das damit aus? Ja, also das macht mir schon sehr viel Spaß, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist das jetzt kein blöder Job? Es gibt, glaube ich, durchaus schlimmere Jobs als den, den ich mache. Ja. Also wirklich. Du hast dich ja dafür entschieden, ne? War ja quasi eben, schon. Ist ja quasi mein Traumjob, ne? Was soll ich sagen? Also es ist nach wie vor so. Macht übertrieben viel Spaß, auch im Showbereich gibt es echt richtig coole Sachen. Ja. Also Film und Netflix reizt mich natürlich auch übertrieben, ne? Also ja, geil. Ich übertrieben Laune drauf, bin ich leider nicht so drin verankert oder da kenne ich leider keinen, mit dem ich das machen könnte. Wenn das jemand sieht, gerne anrufen. Ja, safe. Ihr habt ja einen kranken Steadicam-Operator, Leute. Ja, auf jeden Fall. Netflix und so habe ich noch nie gemacht. Ja. Szenische Produktion würde mich übertrieben reizen. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel deutsche Produktion How to Sell Drugs Online. Oh ja. Die Serie kennen ja, denke ich mal, relativ viele. Genau. Das sind ja so Sachen, wo du wahrscheinlich auch reinkommen willst, oder? Weil für mich wäre das natürlich ein Traum. Ja, genau. Also so, so szenische Sachen. Bild- und Tonfabrik macht super Sachen hier in Köln. Ja. Einfach toll. Visuell. Da hätte ich auf jeden Fall, würde mich sehr reizen. Also, aber wie gesagt, habe ich dann nie gemacht. Habe ich leider noch keine richtigen Erfahrungen also mit. Ja, wäre mal interessant dann irgendwann. Ne? Ja, wenn du mal was machst, sag Bescheid. Ja, mach ich. Ich komme mit, mach ein bisschen behind the scenes. Ja, ja, auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall cool. Ja, mal sehen. Mal gucken. Ist ja noch, so alt sind wir ja noch nicht, ne? Ja, wenn ja da noch einiges kommt. Safe. Und genau da wollte ich auch jetzt anknüpfen. So alt sind wir noch nicht. Willst du denn für immer Steadicam Operator weitermachen oder willst du das so ein bisschen erweitern? Ich weiß nicht, Direktor, also Director machen, Regie, also ein bisschen um die Kamera herum arbeiten, weißt du? Also, ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß noch gar nicht, wie lange man Steadicam so machen kann. Also körperlich, glaube ich, kann man das schon ganz lang machen. Ist das sehr anstrengend für dich, wenn du auch ein Job bist? Ist schon ein anstrengender Job, ist schon ein Knochenjob. Also man kann jetzt das muss man einfach mal sagen. Also das bist du so richtiger Handwerker, könnte man sagen.
Naja, also ich muss zwar keine Nägel in die Wand hammern, aber die Kamera wiegt schon. 30 Kilogramm ja. zu 3 Stunden tragen. Ja, das ist schon eine Arbeit, ne? Ja, schon. Irgendwann merkt man es, ne? Auch vor allem am Ende des Tages. Ja, ja. Aber so Regie, glaube ich, ist nicht so meins. Also so ein großes Teamleiten, so viel Verantwortung. Echt? Ja, da braucht man schon auch, glaube ich, ganz gute Nerven, weil... Ja, ja klar, geht halt immer was schief, ne? Da musst du das immer regeln und so. Klar, du arbeitest auch mit Profis zusammen, die wissen es natürlich alle immer besser auch als du. Ja. Und das muss man alles zusammenbringen. Und die ganzen Befindlichkeiten von den Promis und die Redaktion möchte noch was. Und, ja. Was ist da für eine Liste? Oh, von Sigmar Norden. Ist das deine Tour oder was? Ja. Ist ja der Hammer. Ich fahre jetzt erstmal hoch ins Münsterland. Ja. Herkomme und dann wollte ich noch weiter nach Hamburg. Ah, viel, ja, viel Spaß, gute Fahrt, ja. ne? Ja, ich glaube, Kamera ist schon das, wo ich bleiben möchte. Bis jetzt finde ich das ziemlich cool. Ja. Also, aber möchtest du auch mal so einen eigenen Film produzieren oder sowas? Oder sagst du, ich bin einfach Kameramann, das war's? Nee, also ich bin ganz ehrlich, da bin ich nicht kreativ genug, glaube ich. also als Kameramann machen. Muss man nicht kreativ sein, sagst du? Nee, also das heißt, also kreativ im Sinne von Storys erfinden oder ja, so. Ja, also ja. ich finde schon meine Bilder und so. Und, ja, also die Komposition mit Kamera kriegst du hin? Genau, aber mir würde jetzt kein Plot einfallen oder auch keine Texte oder sowas. Also ja. Da bin ich nicht... Weil, da gibt es Leute, die können das einfach und ja. das finde ich auch cool und die sollen das aber machen und ich bleib einfach, Schuster bleib bei deinen Leisten, sagt man ja immer. Ich bleib einfach mal schön bei der Kamera, da kann ich nichts falsch machen. Geil. Nee, und also wäre cool, wenn ich sowas könnte, aber leider nein. Weil jetzt so im Indie-Filmmaking bist du halt irgendwie der Mann für alles, ja? Weißt du, du musst dich um alles kümmern, du machst Story, du machst, du schreibst den Text. Du schreibst den Drehplan, dann. Die Orga, Locations musst du zusammensuchen irgendwie. Du machst alles allein. Genau, die Kamera also machst du dann irgendwann Mädchen auch noch. Mädchen für alles, Aber richtig so, ne? Das natürlich danach auch, glaube ich, im professionellen Film, genauso wie beim professionellen Fernsehen, da hast du immer die Position. Bereich, und jeder ist halt spezialisiert und perfekt auf das ausgerichtet, was er halt macht. Muss aber auch so sein, weil Zeit natürlich eine große Rolle spielt. Ja. Zeit ist Geld, ne? Wirklich. Ja. Da muss das nicht laufen, ne? Also ich finde es echt, das war ein echt interessantes Gespräch, das Interview. Wir haben ja vor diesem Interview auch schon ein bisschen gequatscht halt und ja, ich habe dich ein bisschen kennengelernt und schon ein paar Infos gesammelt und so. Und naja, wir haben uns auch so ein bisschen dieses Camera-Nerdism gegeben, weil wir halt beide natürlich auch ein bisschen aus dieser Ecke kommen, beziehungsweise du mehr als ich, denke ich mal. War mega spannend, Digga. Ja. Und ich würde mich echt mal freuen, wenn wir irgendwann mal, wer weiß, zusammenarbeiten könnten. Wäre bestimmt mega witzig. Gerne. Und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Checkt unbedingt den Denzel ab. Instagram und auch YouTube. Er macht auch YouTube. Follow me. Schaut bei ihm vorbei. Thema Motorrad. Du machst Motorrad-Vlogs, ne? Ja, genau. Machst du noch was anderes oder nur Motorrad? Nö, nur Motorrad. Ja, du bist ja auch ein richtig krasser Motorrad-Enthusiast eigentlich, ne? Fährst auch viel. Motorrad-Enthusiast bist du ja. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, und gönnt euch ihn. Mega cooler Typ. Ich feiere den. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.